Hi Leute, hier ist der Mave MX84 und Rage Dragon LP. Hallo. Hi. Und wir zocken Need for Speed World. Wir sind hier in der Lobby und das Rennen beginnt auch jetzt gleich schon. Ja. Ihr seht, unsere Wagen unterscheiden sich von den Werten überhaupt nicht. Es kommt jetzt nur noch auf den Fahrer drauf an. Ja, ich konnte das habe ich jetzt nicht mehr so schnell einbauen. Wir haben können, jetzt aber zwei. Wir haben beide Anfängerkarren, ne? Ja, wir haben beide dieselben Werte. Ah, aber meiner ist auf der Geraden halt der mehr zieht. Ja, mal abwarten hier. So, ich weiß, ich habe Ewigkeiten nicht mehr Need for Speed aufgenommen. Es tut mir wirklich leid. Ah, naja, du fährst besser als ich, das merke ich jetzt schon. Ich komme mit dem Wagen halt besser klar. Du bist schon Level 43 oder sowas, ne? Auf meinem normalen Fahrer bin ich Level 54, auf meinem Zweitfahrer 43 und dann habe ich halt noch diesen Fahrer hier extra erstellt, damit du nicht damit ganz so fahren können. Ja, ja, weil ich habe auf den anderen Fahrern halt nur Wagen A, B, C. Wir haben das am Anfang probiert und ich habe so schlecht abgeschnitten. Das war echt. Also, ich meine, ich verliere zwar gerade auch, aber es war das davor war es echt schlimm. Ja, da hast du fast die halbe Strecke hinter mir gelegen. Also ich war am Ziel und Mav war immer noch auf der Hälfte. Hahaha. So, ja, und wenn so war's ihr Lust halt. Habt, mitzuzocken, meldet euch einfach. Guckt im Forum, also auf der Webseite vorbei. Schreibt uns an. Und oder schreibt uns das Video, wie ihr das so wollt. Alle Links sind in der Beschreibung und wir sind da offen. Nehme ich an, sind wir doch, ne? Ja. Aber es gibt halt ein Problem und zwar pro Rennen können, glaube nur, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, 6 bis 8 Leute mitfahren. Okay. Das heißt, es können nur 4 bis 6 Leute mit uns fahren dann in einem Rennen. Ja, aber dann kann man sich ja auch abwechseln mit den Leuten. Wenn es wirklich mehr Leute wären, dann wechselt man halt zwischendurch mal die Leute. So, und ihr seht, ich verliere, aber es ist nicht so wild, scheiß was drauf. Ja. Ist so, wie ist. Aber man kann ja mal kurz. Ach du Scheiße, yo, ich muss reinkommen. Mav, so weit war es jetzt auch nicht hinter mir. Ich habe extra noch mal vorher auf die Karte geguckt. Das sagst du so. Ach doch, das packe ich noch. Wenn ihr wollt, guckt doch wirklich mal vorbei im Forum. Alles steht unten drin. Wir würden uns freuen über neue User. Unter Rage Dragon gewinnen. Was kriegst du jetzt für Punkte? 3 3. Ja, und ich hab gerade so mal Verkehrsmagnet gewonnen, 10-mal. Was ich überhaupt nicht brauche. Ich hasse Power-Ups. Ja, wir spielen, also ich setze meine auch nicht ein, wir spielen ohne, weil Rage, wie gerade sagte, nicht so gefällt. Ja, das. Ich habe halt früher immer mit Leuten gespielt, die ohne Power-Ups gefahren sind und dann waren doch einige immer dabei, die meinten, ich werde jetzt Letzter, ich muss mal Nitro zünden, so 180.000 Mal ungefähr, nur damit ich noch Erster werde. Ja, oder gut, zumindest auch den Rage überhole. Kein Cheaten oder so, das kannst du gewinnst die Teile ja auch, ne? Ja, aber es wurde vorher gesagt, ohne Power-Ups. Ach so, ja, das ist was anderes. Und es tut mir auch leid, dass ich echt, ich bin gerade echt ein bisschen im Arsch. Wenn ich ein bisschen abhänge, dann tut es mir wirklich leid und nehmt mir das nicht krumm. Ich war heute schon früh auf der Bene und so. Ja, ich kann mich ja nicht beschweren. 3:45 hast aufgestanden. Ich habe 11 Stunden geschlafen, also. Jung, ja. Wollen wir einfach nochmal ein Rennen machen? Irgendwas anderes? Wir können ja gerne mal die längste Strecke im gesamten Spiel fahren. Wie lange dauert das ungefähr? Keine Ahnung, das sind so 45 Kilometer mit extra Runde, aber wir fahren so nur 30. Dann lass mal 30 Kilometer fahren. Okay, längste Strecke im Spiel. Hastings, los. Hat er dich jetzt nicht eingeladen, oder? Nee, kam noch nichts. Geil. Irgendwie kann ich dich jetzt nicht einladen. Geh du mal kurz bei dir in Unterschlupf und komm wieder raus. Okay, das machen wir. Das ist ab und zu so ein kleiner verschissener Bug von Need for Speed. Ich glaube, ach,
wenn ihr ein bisschen was über Need for Speed World wissen wollt, guckt euch meine Videos davor an. Ich habe ja, glaube ich, schon ein paar Videos aufgenommen, 8 Stück, glaube ich. Und, also ich bin's wieder draußen. Ich kann dich nicht einladen, Mav. Geh du mal auf die Karte. Welches Rennen ist denn das? Unten in der Mitte das Gebiet, der eine Rundkurs da. Kenton Docks, Rundkurs? Nein. In der Mitte das Gebiet. Main Street, Rundkurs? Nein. Unten sind doch drei Gebiete. Lies doch einfach vor, wie das Rennen heißt. Hastings. Da sind 3 Verfolgungen in dem Gebiet. Ich glaube, dann weiß ich, woran es liegt. Ich habe das Rennen gar nicht auf der Karte, glaube ich. Oh. Unten in dem Gebiet. Hastings! Ha! Quatsch. Teilnehmen und dann Privatspielgruppe einladen. Ja, genau. Habe ich kurz überlegt. Freundesliste öffnen. Hat's geklappt? Da ist die Einladung. So, jetzt musst du nur noch beitreten. Gut, Schnicke. Ja, dann gucken wir mal, wie das jetzt ausgeht. Meinst du, wie lange fahren wir jetzt? Ich würde sagen, mit unserem Wagen eine Runde so 10 Minuten. Aber guck mal, ich habe eigentlich noch bessere Werte wie du. Guck mal auf den Gesamtwert. Ja, der ist gleich, aber... Ja. Ah, ja, gut, ich sehe. Ist anders verteilt, einfach nur. Ja, es geht eigentlich eher um den Gesamtwert. Ja, gut, aber... Meiner hat aber das bessere Handling und ist dadurch in den Kurven noch besser. Und Leute, ihr seht doch unten immer beim Start diesen kleinen grünen Balken. Wenn ihr den trefft, habt ihr Nitro-Start. Ich bin jetzt mal gemein. Du bist gemein? Ja. Wer hat denn die Tanke umgerissen, du oder ich? Ja, aber ich wollte dich ja ein bisschen blockieren, aber hat nicht so funktioniert. Mein Wagen ist PS stärker, deswegen hat es nicht geklappt. Ah, jetzt habe ich die Maus hier mitten im Bild. Das geht mir auch auf die Eier, ne? Bei mir ist die Maus, ist das bei dir auch so? Ja, mich stört's nicht, weil ich konzentriere mich auf meinen Wagen und auf die Straße und nicht auf die scheiß Maus. Ja, aber ich finde, mich irritiert das volle Kanne. Ich nehme auch gerade alles mit, ne, was geht. Alles. Ja, Mav, das lernt man mit der Zeit. Ich habe früher auch jeden Zivi mitgenommen. Und inzwischen interessiert mich das ein Scheiß. Weißt warum? Weil ich auf meinem Standardfahrerwagen habe, damit schiebe ich die Zivis einfach weg und Schluss. Oh ja. Da interessiert mich das nicht. Da ist mein stärkster Wagen ein Lamborghini Murcielago, der A-Klasse ist, ich brauche da Ultrateile drinne und dann ist der S-Klasse. Und ich, für meinen Teil, ich habe vorhin Need for Speed gestartet und ich war ganz verdutzt, weil ich hier mit einem Level 1 Anfängerwagen anfange und ich glaube, ich habe meinen Account neu erstellt. Also ich hatte auch vorher einen stärkeren Wagen, aber naja. Also ich hatte mir das erste Video von dir mal angesehen und das war ein Scirocco, der da drin war. Ja, aber in 8 Rennen muss man doch annehmen, dass man... Ja, in 8 Rennen, da wirst du so Level 5 ungefähr. Ja. Und also du siehst, wir sind jetzt... zwischen Level 2, aber Ja, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke und haben gerade mal 2 Minuten. Aber das geht ja. Ich dachte, das wäre jetzt länger. Das ist die längste Strecke im Spiel. Aber ich hinke wahrscheinlich überhaupt nicht hinterher, oder? du hängst noch ziemlich nah hinter mir. Also, als ich die Strecke das erste Mal gefahren bin... Bin ich mit Leuten in der Gruppe gefahren, die Leute waren Level 50. Was denkst du, wie, die haben mich dann hinterher zweimal überrundet. Oh. Weil mein Wagen war halt nicht so stark wie deren Wagen. Deren Wagen waren ultra getuned, meiner gerade mal Street. Ja.
Und das ist ja himmelweiter Unterschied, wenn du gegen Wagen fährst, der Ultrateile drin hat. Ja, schon klar. Und dann kommt es auch auf den Fahrstil drauf an. Ich bin ja früher gefahren wie eine gesenkte Sau. Ja, mir ist gerade irgendwas auf eine Scheibe gefallen. Aha. Total strange. Einfach so, von der Brücke irgendwie. Als wenn irgendjemand... Du wurdest bestimmt wieder auf eine Scheibe geschmissen, gib zu. Du keine jetzt Ahnung. Von hinten halt aus deiner Karre raus. Und deswegen fahre ich so scheiße. Alter, man, hör auf, mir sowas zu unterstellen. Ach, ist doch nur ein Joke. Geht ja auch gar nicht. Und wenn es gehen würde, würde ich es machen. Eben. Und deswegen sage ich es ja auch. Ach, das schön, Zivi. Du nimmst auch auf, ne? Ja, ich nehme auf. Das ist sehr schön. Ah. Hey, Flug. Aber ist mal wieder schön, mit einer Civi zu fahren. Da musst du nicht so aufpassen, wie stark du jetzt lenken musst oder wie schnell. Ist das Handling echt gut von der Karre? Also die Civi ist gut, aber sie hat jetzt einen nach... Du kannst sie dir nicht das mehr... Das ist ein Nissan Silvia, okay? Ja. Das es ist kann ja sein, dass Leute nicht wissen, was das für eine Karre ist. Ich kann es dir genauer sagen, das ist eine S15. Oder S13, ich weiß. Ich glaube eher die S15. Da ist mir gerade ein Typ von vorne entgegengekommen. Ich war's nicht. Plan. Ja, wer weiß. Kleiner Geisterfahrer, du. Das hatten wir ja vorhin in dem einen Rennen auch. Ich bin nochmal umgedreht. Und dann habe ich mir doch noch zum Schluss überholt. Genau, ja. Weil er die Abkürzung nicht genommen hat. Ja, irgendwie sowas, ne? Du hast die Abkürzung nicht genutzt und ich hab's aber gekriegt und deswegen habe ich dich nochmal überholt zum Schluss in der letzten Kurve. Okay, ich bin gerade 5 Minuten 8 gefahren. Okay, ich bin nur dabei. Pass aber bei der letzten Kurve auf, ich hab das Gerüst umgerissen. Okay, danke. Ich sag dir Bescheid. Das heißt, fahr in der letzten Kurve vor dem Ziel, fahr da innen lang. Weil das Gerüst steht außen. Mache ich. Ja, aber so langsam. Ah, da ist es. Ist doch sehr großer Unterschied inzwischen. Ja, du küsst bestimmt jeden Civi. Nein, mache ich gar nicht. Kannst dir auch ruhig angucken. Natürlich. Ich guck mir das Video hinterher natürlich an. Ja, ja, natürlich. Jetzt habe ich was gerannt. Ich war hier die ganze Zeit so mit zwischen 150 und 100 und 200 Sachen durch die Innenstadt. Da achte ich gerade nicht drauf. Habe ich auch nur gerade drauf geguckt, weil gerade kein Civi da war. So. Ja, hier nehme ich wieder alles mit. Boah, diese Fliegen, ja? Kennst du das, wenn die immer wieder auf dich drauf fliegt und immer wieder auf den gleichen Punkt? Yep. Dann geht einem so auf die Eier. Manchmal sind die auch so schlau, die setzen sich einfach auf die Webcam vor die Linse. Weißt du? Das habe ich bei dir ja auch schon öfters gesehen. Scheiß Dorf hier ist das echt, ey. Überall nur du, fliegen. Das hat nichts unbedingt mit Dorf zu tun, das ist auch in der Stadt so. Das ist, wenn es in deiner Bude stinkt. Alter! Das ist jedenfalls meistens der Fall. Genau deswegen habe ich Fliegen, weil es in meiner Bude stinkt, Leute. Echt, ey. Du bist echt die Härte. Ist doch so. Steht das so bei Wikipedia? Nein, das hat mir mein Bruder mal gesagt. Fliegen kommt dahin, wo es stinkt. Ja, ist ja logisch, das sind Mistfliegen, Alter. Aber da gibt's so Unterschiede. Naja. Na, wo bleibst du denn? Ja, ich bin... Wo Alter, du hängst fast die Hälfte der Strecke hinter mir. Ach, ist doch nicht schlimm. Hauptsache, ich fahr. Aber ja. Ohne Scheiß, so schlecht fahre ich nicht. Also, musst du hier mitmachen, mach mal. Ich hab vorne einmal einen Unfall gebaut. Ich darf nicht von Unfällen reden, echt.
sonst passiert's. Ja, ja. Guck mal auf die Karte. Ja, ich guck auf die Karte. Siehst du, was ich gerade mache? Nee. Ich sehe dich schon nicht. Du sollst mal auf M drücken. Ach, auf die Karte. Ich drück doch nicht beim Fahren auf die Karte. Nochmal, bist du... Wenn ich jetzt gewinne, dann bist du selber schuld. Du gewinnst nicht. Du gewinnst nicht, weil meine Karre einfach die bessere Beschleunigung hat. Jetzt pass auf, du. Das werden wir gleich sehen, ey, wer zuerst ins Ziel kommt und wenn ich dich wieder an der letzten Kurve überhole. Jetzt streng ich mich aber an, pass auf, jetzt streng ich mich an hier. Ach ja, guck mal, wo ich schon wieder bin. Hey, warte ab, noch bist du ja nicht drüber. Ja, Flieg! Da vorne ist er ja schon wieder. Mav, drück mal E. Ich drück jetzt gar nichts, bring mich nicht durcheinander hier. Was ist denn E? Rückspiegel. Brauchst du jetzt nicht mehr. Ja, weil du wieder die Abkürzung nicht genommen hast. Ja, und ich bin verantwortungsbewusst. Ich fahre auf der Straße. Ach so, alles deswegen rein, was geht. Und das nennst du verantwortungsbewusst. Natürlich, das ist das beste Verantwortungsbewusstsein, was es gibt. Ah, nein, jetzt bin ich wirklich volle Kanne, scheiße. Aber das frustriert mich jetzt gar nicht so, ich weiß nicht. Also es gibt ja Spiele, ne, wo wenn ich da verliere, dann bin ich voll frustriert. Ja, das hat mich am Anfang bei Need for Speed immer angekotzt. Da habe ich mich jedes Mal aufgeregt, bis die anderen mal gesagt haben, okay, wir warten auf dich am Ziel. Ja, das ist aber auch albern, oder? Ich weiß nicht. Nein, das hatte den Grund, die haben mir beim Leveln geholfen und bei dem Geld. Beim du Geld gewinnst, jetzt verstehe ich. Ja. Da haben sie mich dann immer erstmal gewinnen lassen, weil die hatten das höchste Level damals, was ging. Damals war es ja nur Level 50, was das höchste war. Die Leute, mit denen du gespielt hast, kennst du die noch? Mit dem einen verstehe ich mich gar nicht mehr so gut. Und zwar ist das der Trabi, weil der vor allen Dingen, was mich bei... Das musst du jetzt nicht erzählen. Ja, aber ich sag's jetzt mal, was mich bei ihm am meisten geärgert hat. Er hat so ungefähr die Aufnahme. Bitte, ich will nicht, dass der zu... Was weiß ich, vielleicht sieht das ja zufällig und dann... Mav, es geht jetzt nur um sein Geld, was er in dem Spiel hatte da, also das Ingame-Cash. Er hatte das Höchste, was ging, also 99999 irgendwas da. Ja. Und dann gewinnt er diese verfickte Millionenkarte bei einem Rennen. Oh. Obwohl er kann nichts damit anfangen. Er kriegt die nicht mehr gut geschrieben. Ich warte mal hier ein bisschen auf dich. Ach hier, gerne. Ich glaube, so wie ich fahre, kannst du mal lange warten. Nö, du bist doch nur noch eine Kurve. Nee, nicht stimmt, ich sehe. Doch, Erfolg erreicht, Zahltag. Ja, den Erfolg habe ich schon. Weiter. So, ich glaube, das Rennen wollen wir jetzt nicht nochmal fahren. So, was nehmen wir hier für eine Karte? Links, rechts, Mitte, erzähl mal was. Ist egal, du kriegst eigentlich random. Ja, nee, ja, du musst schon hier ein bisschen... Lotto ist ja auch kein... Ich habe 20.000 Ocken bekommen. Ich nehme meistens so die Karten in der Mitte. Die lächeln mich immer so an. Ja, die sind so schön, ne? Ja, ich verlasse mal hier die Lobby. Ja, mach mal ruhig. Warum? Nur die Lobby von dem Rennen. Achso, ja, das hab ich auch schon. So, mal sehen. Schaffen wir noch ein Rennen? Wegen der Aufnahme meinst du doch eins noch, ja, ne? Eins würden wir noch rein. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir... Sollen wir nicht mal zusammen mit anderen was machen? Bei einer Multiplayer-Lobby ist das Problem... Zufällig, ne? Ich weiß. Es dauert immer extrem lange, bis du in eine und dieselbe Lobby reinkommst. Ja, ich weiß, ist ja, ne, da wollen ja mehrere rein. Aber wollen wir es nicht mal probieren?
Mav, das können wir dann so mal probieren, ohne Aufnahme, und nehmen dann das Rennen auf. Also meinst du ohne Aufnahme und dann doch mit Aufnahme? Nein, erstmal ohne Aufnahme, dass man überhaupt erstmal in die Lobby reinkommt. Ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Aber Mav, dann haben wir ein Problem, weil die nehmen dann immer Power-Ups. Naja, mich stört das ja nicht, aber weil gut, wenn du möchtest. Weil das sind solche Push-Lampen. Was sind das? Push-Lampen, Power-Up-Lampen. Ja, ich benutze die auch, ist doch nichts Verwerfliches dran. Naja. Ja, das Problem aber, wenn du Erster bist und andauernd von hinten einen Verkehrsmagnet drauf kriegst und kein Schild dabei hast, weil dann kommen die ganzen Civis auf dich. Ich such einfach mal ein Rennen aus, wa? Ich glaube, ich krieg keins weiter drauf. Oh, und deine Aufnahmen? Ich glaube, meine Platte wird langsam voll. Oh, scheiße. Wie lange nehmen wir den jetzt auf? Eine Viertelstunde oder so? Könnte sein. Weil ich habe hier so 1 bis 10 FPS. Reicht doch, dann gewinne ich mal. Ja, aber ich noch nicht mal bis zur Startlinie komme. Ja, nee, komm, dann ist gut, dann mache ich Ausschuss. Ist ja doof, oder? Ja. Gut, dann verabschieden wir uns. Es kommen auf jeden Fall neue Parts und ich weiß nicht, in welchen Abständen, weil wir ja hier mit dem Community-Projekt jetzt mehrere Online-Spiele zur Auswahl haben. So wie es kommt, meine oder mehr, Standard-Plays laufen ja eh weiter. Ja, was ist denn? Ist gut, hat sich gerade erledigt. Sie hatte sich gerade mal wieder gefangen, aber dann gingen sie wieder rapide runter. Ja gut, dann machen wir jetzt doch Schluss, ne? Ich hoffe, ihr kommt mal vorbei aufs Forum in Teamspeak und guckt euch unsere anderen Videos an. Rage, du hast auch einen Kanal, ne? Ja, steht hier oben. Warte, ich zeig euch das auch mal bei mir. Gemeinschaft hier. Da, Rage Dragon LP. Guckt da vorbei und bis dann, ja? Bye! Ciao! Ja, dann...